Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir spielen die 24. Folge von Wildlife Park 3. Schön, dass du auch wieder hier dabei sein möchtest. Wir spielen die vierte Folge oder vierten Teil von Mission 16, der König der Raubkatzen. Das ist der Säbelzahntiger. Wir haben soweit jetzt einen Park hinbekommen. Jetzt gab es einen Fehler. Wir müssen Säbelzahntiger irgendwo bringen. Zwei sind irgendwo gespawnt und den habe ich jetzt da hinten hin. Die sind gespawnt und jetzt sage ich mir, das kann mit dem Spiel auch manchmal passieren, dass das passiert. Aber ich will eigentlich gar nicht so einen großen Käfig machen. Es sollen 10 Säbelzahntiger sein. Die kriegen ihr Reservoir. Und ja, das ist die nächste Folge davon. Hui. Naja. Ich komme da natürlich gleich in Minus. Ins Fettnäpfchen treten. Aber schauen wir mal, was brauchen die denn? Springen, Wasser, rohes Fleisch. Also erwirtschaften müssen wir hier ziemlich stark. Ich weiß, wir geraten im Minus. Das ist halt so. Wir können da jetzt, glaube ich, nicht so viel machen. Ich weiß nicht, warum, dass wir zwei Babys bekommen. Ich würde es gerne verkaufen. Habe ich auch vorhin gemacht, um ehrlich zu sein. Ja. Es ist der Wahnsinn. Torfigen Boden. Es ist eine sehr starke Mission, die natürlich auch Spaß macht. Ja, klar. Ja, ich habe Geld. Kein Geld. Ich habe kein Geld. Und dann kann man auch natürlich nicht mehr so viel bauen. Aber ich versuche es trotzdem irgendwie jetzt schon irgendwie hinzubringen. Also, das ist schon knackig einfach. Wir müssen es ja auch laufen lassen. Ihm geht soweit prima. Versorgungstechnisch müssen wir natürlich mal schnell gucken. Ich will nur einen Dreier. So, und ein Tierarzt natürlich auch gleich. Naja, eigentlich haben wir noch ziemlich viel zu tun. Wir müssen nochmal, dass die Leute zufrieden sind. Und es ist ja auch kein Mensch hier, aber wir haben jetzt eine Überpopulation. Wow, cool. Wir haben kleine neue Löwenbabys. Das wird mir retten. Oder wird mich retten. Wo sind die anderen Löwenbabys? Okay, 11. Es waren jetzt nicht so viele. Natürlich kosten die unheimlich viel Geld. Das ist ein Weibchen, ne? Ja. Also viel wollen die jetzt nicht. Sie wollen eher Wasser, rohes Fleisch und springen. Torf. Und Pflanzensichte wollen sie gar nicht. Das ist schon mal immerhin gut. Jetzt ist schon mal Männchen und Weibchen drin. Ja, wir mal sehen, wie wir das hier alles aufbauen werden. Was ist denn hier los? Boden ist ihm zu weich. Ja, mache ich wieder Minusgeschäfte, ne? Aber danach wieder Plus. Das dauert einfach so lang. Ne, ich kann auch nicht viel machen, geldtechnisch. Ich kann was verkaufen.
kann Gebäude bauen, aber es ist halt einfach, ich hätte am liebsten gleich die Tiere versorgt und dann so ein bisschen Gebäude gebaut. Im Grunde haben wir ja alles, es ist entweder zu teuer, es ist zu billig. Der Eingangspforte können wir mal auch mal anheben, weil jetzt habe ich ja ein bisschen... Jetzt kann ich auch mal anheben. Weil wir haben ja viele Attraktionen. Und dann will ich noch ein paar andere Attraktionen bringen. Oh, da kann ich vielleicht mehr Geld geben hier. Das ist eine Sache hier. Der Eintritt ist angemessen. Machen wir es noch auf 60? Das ist... Gut. Wir kriegen wieder Kohle. Wir kriegen Kohle. Also, es ist sehr, sehr fordernd. Macht Spaß. Den Tieren da eine Behausung zu geben, Gutes zu tun. Natürlich, wir haben jetzt erstmal alles. Hier, die Tiere müssen 100%, die Besucher müssen und Säbelzahntiger und Geld müssen wir erwirtschaften. Ja, da wir auch ein paar Ausgaben haben. Das war natürlich nicht einfacher. Aber vielleicht. Ach, das heißt wieder. Ein paar Babys sind gerade wieder geschlüpft. Bis man aber die leider immer wieder findet. So, wie schaut es denn aus mit den Löwen? Das sind genau 11. Das Doofe ist ja, ich krieg pro Monat, glaube ich, immer wieder eine ganz schön geriebelt. Aber ich habe das Gewinn schon gemacht. Jetzt brauche ich nur noch die Säbelzahntiger. Und die Besucher müssen. Alles muss passen jetzt dann. Wieso, ihr wollt doch gar kein... Pflanzendichte, ja. Doch ein bisschen was zum Verstecken. Aber ich darf's ja nicht. Ich darf ja nicht. Aber ich komme ja wieder schnell hoch, ne? Das ist ja das eine Problem. Ich halte mich nur über Wasser, über Verkaufen von Tieren. Den geht's auch so richtig wie noch mal was. Hier, Löwenweibchen. Oh nee, nicht schon wieder. Das ist süß. Und dann liegt ja wieder Geld auf dem Konto. Ei, ei, ei. Puma-Weibchen hat Nachwuchs bekommen. So. Oh, wie süß, wie sie rumtollen. Also Geld, vom Geld her kommen wir gut langsam hin. Also so ist es jetzt nicht. Und ja, da ein paar Bäume wollte man ja noch pflanzen, ne? Vielleicht bringt das ja auch ein bisschen was, also Zufriedenheit. Jago-Weibchen hat auch ein
Oh, ein schwarzes. Es gibt Gold. Also Geld kommt vom Herzen. Oh shit. Ist das schön. Ja, ich weiß, es ist wieder weniger Geld. Aber ich brauche noch. Ich brauche noch zwei. Komm, ich mache jetzt Minus, komm. So. Ich weiß. Hier liegen ziemlich drunter. So, jetzt haben wir überall Tiere. Dein Park läuft gut. Jim Cameron ist äußerst zufrieden mit dir. Als besondere Attraktion möchte er nun 3 Säbelzahntiger-Babys zur Verfügung stellen. Von dem Erfolg beflügelt erwartet die BFG nun, dass der Park einen ansehnlichen Gewinn abwirft. Gewinn macht er. Jetzt frage ich mich nur bloß, wo hat er mir die Tiere wieder hingesetzt? Das ist die nächste Frage immer. Da. Okay. Ich glaube, es ist gut gegangen. So, die Tieren geht's erstmal gut. Leider 100% müssen wir da erreichen. Und 90% Zufriedenheit für die. Und 90% für die Leute hier. Na, das Blöde ist, wir haben halt leider erstmal Minus. Damit müssen wir erstmal leben. Okay, wir machen jetzt noch mehr Minus. Obwohl wir eigentlich ganz guten Gewinn machen. Das Blöde ist, dass wir immer noch diese Tiere halten müssen. Wir können nicht die einfach sagen, okay, wir verkaufen die jetzt. Nee, das geht halt leider nicht. Jetzt haben wir unheimlich wenig, Potenzial und Geld. Aber dein hier. Dein Park läuft gut, Jim. Dein Park läuft gut, Jim. Ich wollte nicht das. Ich wollte, dass sich die Löwen verkaufen lässt. Es sind sehr viele Babys geboren. Wir müssen nochmal anhalten. Das ist Wahnsinn. Es ist das Problem, ich würde ganz gerne mal gucken. Nicht, dass ich wieder zu viele verkaufe. Aber rein theoretisch könnte ich wirklich die meisten Tigerjungen verkaufen. Wahrscheinlich. Ich muss halt wirklich immer wieder gucken. Okay. Zu den Löwen muss ich mal gucken. Löwe kann ich ja wahrscheinlich wieder ordentlich verkaufen. Ich hasse dieses Geräusch. Es ist echt wirklich ganz unangenehm. So nach dem Motto, jetzt hast du wieder Kohle. Also machst du halt ganz schnell über dieses Pendel. Puma.
Jetzt muss ich mal kurz nochmal laufen lassen. 7, 5, 11, ja. Und jetzt geht's wieder hoch, natürlich. Aber die Tiere müssen 100 sein, leider. Wie gesagt, ich war... Es ist... Früher war das nicht so schwer für mich. Warte, nee, das muss man anders machen. Ja. So, jetzt müssen wir mal die Tierzufriedenheit nochmal. Das ist ja fast 100%. Ja, ich frage mich immer, wo ich die hinbauen soll jetzt. Na? Dann gehen wir mal die Leute hier rein. Zahlen kann man ja da auch was Gutes. Dann sind die Leute vielleicht ein bisschen zufriedener. Ja, ein bisschen anheben. Mal. Wir brauchen Kohle. Puh, wir brauchen Kohle. Die brauchen nochmal Fleisch. Schauen wir mal, wir können ihnen ja nochmal so eine Futterschale geben. Wird aufgefüllt. Wird aufgefüllt. Hier sind auch wieder Populationen. Natürlich wird es den Kindern auch besser gehen mit der Zeit. Aber eigentlich wollten sie nicht so groß sein, ne? Und das eben 100% die Tiere und dann die Leute hier. Jetzt haben wir mal wieder Geld. Jetzt haben wir ja auch weniger Ausgaben mal. Es ist sehr, sehr, sehr anstrengend manchmal dann. Da hilft ein Panda nun ja auch nichts. So, ja, läuft langsam, ne?
Dekorationen. Wenn man die Leute ein bisschen beeindrucken mag. Irgendwo waren doch diese Bänke hier, ja, zum Ausruhen gedacht. So, ein bisschen gerade. So, auch hier noch mal ein paar Bänke hin. Vielleicht hier noch. Und hier. So. Sehr gut. Der Park läuft wirtschaftlich prächtig. Jim Cameron und die gesamte BFG danken dir. Du bekommst eine stattliche Belohnung überreicht. Cameron schenkt dir zusätzlich sogar noch ein Smilodon-Baby. Das ist aber sehr nett, finde ich, dass ich das bekomme. Abbrechen. Ja, Mission 16 geschafft. Das gibt es nicht. Oh, heiliges Blechle. Oh, wow, 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 wow. 4 Folgen haben wir jetzt daran gebraucht. Auch ungeschnitten, würde ich sagen. Ich lasse das einfach mal so. Das ist für mich eine sehr interessante Mission gewesen. Ja, jetzt schauen wir uns nochmal die Tiere an. Im normalen Modus. Das können sie machen, was sie wollen. Das mit den Tierzufriedenheit, das ist so eine Sache. Aber so ein Säbelzahntiger ist schon mal cool. Im Grunde geht es den Tieren auch gut. Oder es geht ihnen schnell gut. Ja. Aber einfach durch die Babys und so mussten wir viel Geld erwirtschaften. Wir machen jetzt auch viel Kohle. Wir haben bloß halt immer ständig Ausgaben gehabt. Das ist etwas stressig für mich. Vor allem, weil ich das ja doch nicht so gut kann. Ja. Aber es macht mir Freude, es macht mir Spaß. Und wir haben auch ziemlich viel gute Sachen machen können. Das schaut schon cool aus, ne? Und die Löwen. Die Pumas. Wir haben wirklich so viele Raubkatzen in einem vereint. Und ich habe auch viele Sachen neu herausgefunden. Und ich werde, denke mal, immer wieder mehr rausfinden müssen. Der leckt hier sagt. Das hier ab. Angefangen hat es ja natürlich mit den Tigern. Wisst ihr das noch? Da laufen die ganzen Babys um. Ja, es ist schön, wenn sie alle schwanger werden und Kinder kriegen. Ich habe diese Mission auch nochmal starten müssen. War ja einmal so. Ach, sollen sie doch Nachwuchs kriegen. Also die waren auch ganz schön heftig. Aber ich finde, der Park ist recht schön. Wenn man viel Zeit hat, dann kann man daraus noch auf jeden Fall was ziehen. Gerade die Überpopulation. Die Leute, die Tiere sind jetzt natürlich wieder gefallen auch. Ja, es fällt auch wieder mit der Zeit. Und dann steigt es wieder in die Nuance. Das ist immer ganz nett, dass es dann doch mal irgendwo funktioniert. So, das war der Park. Ich hänge den nicht hinten dran, das ist einfach zu lang. Aber wir haben echt wirklich Gewinn gemacht. Wir haben im Grunde das wieder fast rein, wie wir begonnen haben. Es dauert nicht mehr lang. Wenn wir jetzt so weitermachen, haben wir wieder die 20.000. Und jetzt könnte man anfangen, den Park zu verschönern. Das könnte man optimieren mit Zeit. Wie gesagt, es ist kein Walkthrough. Wollte ich einfach nur mal sagen. Früher war das mehr ein Walkthrough, da wusste ich, was ich mache. Hier musste man echt wirklich wirtschaften. Gut, wir können rausgehen. Nicht speichern, das wollen wir nicht mehr. So. Jetzt haben wir nur noch 1, 2, 3, 4. 4 sensationelle
Missionen. Einmal der sensationelle Fund, das wird ganz interessant sein. Dann die Reifeprüfung, da habe ich schon mal nachgeschaut. Oder werden wir auch wieder ein paar machen müssen. Die Inseln weiß ich noch gar nicht. Und der gigantische Plan, da wird es wieder nochmal knackig werden. Aber 4 Folgen haben wir für eine Mission gebraucht. Ist halt so. Ich bedanke mich fürs Zuhören, dabei sein, fürs Doppelzuhören. Ja, und bis zur nächsten Mission. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Chroniken of Lion.